Das Regio TV Plus jetzt mit einem ganz wichtigen Aufruf, und zwar an alle Rotschöpfe hier in der Region. Bei mir ist der Peter Schweizer. Er ist der sogenannte Rosti, was man jetzt natürlich auch ein bisschen sieht. Peter, Rotschöpftreffen, was ist das genau? Ja, es ist einfach so das Treffen mit Rothörigen, wo verschiedene Farben, es gibt ja hellblond, also rot, dunkel, frührot und dann noch ein bisschen dunkler. Oder Rost wie bei dir. Ja, und grau und auch schon viel. Das ist halt im Alterheim, wenn es so ist. Jünger wird man halt nicht, aber das ist ein Vorteil. Jetzt, wo machst du denn das Treffen? Was dürfen wir dort erwarten? Ist das eigentlich wie eine Klassenzusammenkunft, wo man es einfach lustig hat? Oder wie ist das gedacht? Also, man kann es schon sagen, eine Art, wenn eine Klassenzusammenkunft, aber nur für Rothörige eigentlich denkt. Weil wir sind in der Minderheit, das sind etwa 2% auf der Welt. Das heisst, also, wir werden auf 2100 etwa aussterben. Und das, ja, das ist, weil heute einfach die Leute multikulturell sind. Also von, okay. Aber jetzt, wie meldet man sich an und wann ist es genau? Wo treffen ihr euch? Also wir treffen uns in Waldenburg, und zwar im Gerschelanlage unterhalb von der Ruine Schloss Burg. Und zwar am 1. Juni vom 1 bis um 5 Uhr Nachmittag. Einfach mal für 4 Stunden. Und tut man dir zuerst noch anrufen oder gibt es eine Webpage? Wie kommt man an die an? Also mich kann es googeln, wenn ich den Rotschöpf treffen, weil ich keine Webseite habe. Mhm. Aber Informationen kriegt man alle dann drauf. Mit Telefon und E-Mail, so haben wir den. Weil bis jetzt habe ich mal 15 Anmeldungen. Tipptopp, und jetzt erwarte ich, dass sich die anderen 2% eben auch noch melden. Und ich habe das jemandem erzählt und ich gefunden, ja, das ist ja eine super Sache, oder? Aber meine Tochter hat rote Haare und ich nicht. Und die Tochter ist erst 8 Jahre alt. Und ich sagte, ja, ich weiss jetzt nicht, wie das. Ja, aber darf der Vater dann auch kommen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, weil, es ist Familie, da muss ich jetzt echt lachen, ich habe Flyer verteilt worden. Und dann habe ich Eltern angetroffen mit roten Kindern, aber die sind gar nicht rot. Mhm. Weil ein oder zwei Generation übersprungen hat. Oder Familie angetroffen, die Kinder rot sind, aber keine in der Verwandtschaft rot. Das ist auch vorher nicht. Das ist echt noch interessant. Also, aber in dem Moment doch ausgeweitet, man darf mit Anhang gehen. Von klein bis gross. Sei es jetzt hellblond, also hellrot bis dunkel. Auch die Sättigung, die halt mal rot gesehen sind, dürfen natürlich auch kommen. Gefärbte? Ja, die kenne ich aber persönlich, zwei, die eben gefärbt sind, aber schon pensioniert sind, aber die würde gerne. Aber ich habe einen mal angetroffen mit Pensionierung, der hat 4 rote Hochkanon. Aber der hat kein Interesse gehabt. Tipptopp. Also, Peter, wir schließen das Rotschopftreffen für euch unbedingt eine Anmeldung wert. Und ich wünsche jetzt schon ganz viel Vergnügen.